Ich hatte ja gesagt, wir wollten mal den Exponent suchen. Und weshalb der Exponent so umständlich geschrieben wird, das hatte ich in einem anderen Video schon mal gesagt. Ich verweise mal hier oben auf dieses Video, weshalb das so ist. Und ihr könnt da ruhig draufklicken, fahrt mit dem Finger drauf, damit ihr das i seht, falls ihr das jetzt eben verpasst habt. Das Video wartet hier. Am Beispiel Zellteilung möchte ich das mal darstellen. Das funktioniert mit der Halbwertszeit genauso. Wenn ich zum Beispiel sage, eine Zelle, die verdoppelt sich, also durch Zellteilung, innerhalb von einer Minute. Und ich möchte wissen, wie viel nach 5 Minuten noch da sind. Ja, dann kann man das ganz leicht ausrechnen. Aber was ist, wenn das nicht immer so glatt geht, wenn ich zum Beispiel sage, die Verdopplung dauert 2,4 Minuten. Wie viel das dann wirklich ist, also diese 0,4 heißt nicht 40 Sekunden. Vielleicht werde ich da noch einen Link hier oben anfügen, wie man mit solchen Einheiten umgeht. Ne? Müssen wir da mal gucken. Und gesucht ist aber die Anzahl der Zellen nach 5 Stunden, was da also passiert ist. Dann sage ich, okay, Verdopplung, das ist die Zahl 2. Bis dahin geht es. Die 5 Zellen, die ich als Ausgangswert zum Beispiel habe, werden wir dann sehen, was draus wird. Und die 2,4 Minuten, die schreibt man unter den Bruchstrich des Exponenten. Der Exponent wird also, na komm, oh, puh, das war nicht schön. Der Exponent, der wird vorteilhafterweise auch in Klammern dargestellt. Das geht besser. Dann sage ich, okay, in der Zeit, wo diese Verdopplung passiert, das schreibe ich unter dem Bruchstrich. Und das, was ich suche, also die, innerhalb von welcher Zeit ich dann den Endwert haben möchte, das schreibe ich oben drauf. Das geht aber mit diesen Stunden und Minuten nicht so. Das sieht man schon, deswegen schreibt die Einheiten dazu. Stunden und Minuten kann man nicht kürzen oder durcheinander teilen irgendwie. Das geht nicht. Ich muss also erst umwandeln. Ne? Also ich sage, eine Stunde hat 60 Minuten, 5 mal 60 Minuten. Jetzt kann ich die Minuten rauskürzen. Das ist also jetzt überhaupt kein Problem. Und es bleibt ein einfacher Exponent ohne irgendwelche Einheiten übrig. Gucken wir mal, wie das weitergeht. Das hieße dann, ne? Also Link-Einheiten. Sei noch mal daran erinnert, wie man auch mit solchen Einheiten am besten umgeht. Einfach nur hinschreiben. Und dann rechne ich aus, diese 300 durch 2,4 sind 125. Ich werde also einen wahnsinnigen Endwert rausbekommen, denn 2 hoch 125 ist furchtbar viel. Wir wissen ja, dass 2 hoch 64, denkt an die Schachaufgabe damals, dass das schon sehr viel wird. Und tatsächlich, wenn ich diesen Exponenten erstmal, wenn ich diesen Ausdruck erstmal ausrechne im Taschenrechner, statt gleich wie wild fünfmal tralala zu tippen, da muss man dann vorsichtigerweise Klammern setzen, je nach Taschenrechner, dann schreibe ich den Wert jetzt erstmal hin, allerdings mit Punkt, Punkt, Punkt und lasse den im Speicher des Taschenrechners. Und nehme dann mal 5, dann komme ich auf 2,126 mal 10 hoch 38. Zellen, ja, Zellen hätte ich dazu schreiben müssen, Zellen korrekterweise. Ne? So, wie man mit Potenzen bei solchen großen Zahlen umgeht, dazu gibt es auch einen extra Link, extra Video, dürfte kein Problem sein. Oder ich werde ihn jetzt zum Schluss anfügen, muss ich mal sehen. Ist auch egal, ich hoffe, es hat geholfen. Also, macht's gut, tschüss.